1:4 Niederlage gegen den ZFC Meuselwitz. Wieder eine Niederlage gegen den vermeintlich direkten Konkurrenten. Wieso hat es heute wieder nicht geklappt? Ja, eine gute Frage. Ist natürlich eine Katastrophe. Ist nichts wert, wenn wir gegen Cottbus oder gegen den BFC gewinnen, wenn wir so eine wichtigen Spiele verlieren. Ja, wir sind selber total enttäuscht. Ja, die Einstellung war da, definitiv. Wir kommen halbwegs gut ins Spiel, machen ein traumhaftes 1-0 und ja, dann kegeln wir uns zwei Dinger selber ein. Und das, ja, danach verlieren wir komplett den Faden. Und ja, persönlich finde ich auch keine Erklärung erstmal dafür. Wir haben viele Standards, der Gegner auch, aber wir kriegen den Ball einfach nicht über die Linie. Ja, in meiner Person auch, kriegt das Ding nicht rüber. Stefan Ranke, Choki, sind Chancen da, hatten heute einfach die Scheiße am Fuß und bringt jetzt alles nichts. Nächste Woche besser machen wir BRK und gucken, dass wir die Kurve kriegen. Wie weit hat das 1:1 euch, nennt's mal, runtergezogen? Ja, es war natürlich in dem Augenblick, wo das 1:1 gefallen ist, letzte Woche nicht mehr, war es auch genauso eine Katastrophe. Aber das war jetzt nicht der Grund, warum wir uns heute so präsentiert haben. Ja. Was müsst ihr gegen den BRK noch anpassen, dass es besser wird? Ja, wir müssen erstmal zum einfachen Spiel wieder finden. Die Einstellung muss zu 110% da sein und ja, da müssen wir über den Kampf ins Spiel kommen und dann kommt das Spielerische von ganz alleine. Lange Verletztenliste, wie weit hat das auch noch eingespielt? Ja, letztendlich haben wir 11 gute Fußballer auf dem Platz gehabt, die es richten können und müssen und ja, ich hoffe, dass trotzdem wieder welche zurückkommen, dass wir noch mehr Optionen haben, aber daran lag es heute sicherlich nicht. 1:4 Niederlage gegen Meuselwitz, gegen die Kleinen der Liga, schwerer als gegen die Großen, woran liegt's? Ja, ich glaube, es ist ein Einstellungsthema, dass einige Spieler Probleme haben, eher so motiviert zu sein gegen kleine Gegner wie gegen große. Darüber müssen wir reden, weil so wird es dann schwer, die Liga zu halten. Wie weit hat das 1:1 in die Gesamtleistung reingespielt, der Torwartpatzer? Ja, ich sage immer, es ist ein Mannschaftssport so und jeder macht Fehler. Beim Torwart ist es natürlich immer brutal, wenn ein schnelles Tor daraus resultiert. Ich finde einfach, ja, wenn es passiert, dann muss man sich als Mannschaft da mehr gegenstemmen. Von daher, klar, Fehler beim Torwart, ja, keine Frage. Aber ich glaube, da muss man als Mannschaft sich besser präsentieren. Müsst ihr noch mehr als an der Einstellung vorm BRK bzw. zum Spiel gegen den BRK arbeiten? Ja, wie gesagt, normalerweise haben wir ja schon gezeigt, dass wir das können, dass wir eine gute Einstellung haben. Wir müssen es halt öfter auf die Platte bekommen, weil bei uns geht es nicht um Platz 8, sondern um Nichtabstieg. Von daher hoffe ich, dass meine Jungs jetzt wirklich daraus was lernen und was mitnehmen und wir in Zukunft immer annähernd an die 100% kommen. Danke.